Dann würde ich sagen, machen wir unser letztes Meet the Speaker. Ja, vielen Dank nochmal, Andrea und Marc, für eure Sessions. Wirklich wieder beeindruckend. Ich muss ehrlich sagen, jetzt haben wir alle Sessions durch. Es waren alle von in der Früh bis jetzt sehr beeindruckend. Unglaublich eigentlich, was da abgeliefert worden ist. Danke auf jeden Fall noch einmal. Die Meet the Speaker Session ist ja, habt ihr es vielleicht vorher schon gehört, geht es ja auch ein bisschen darum, dass ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellt, was ihr so in der Community macht, was ihr oder was auch immer was ihr gerne quasi von euch geben würdet, dass man euch ein bisschen kennenlernt. Das ist quasi die Idee von Meet the Speaker. Und dann haben wir vielleicht die eine oder andere Frage noch. Dann würde ich sagen, Ladies first, Marc, wenn es für dich passt, vielleicht Ja, Andrea, wenn du gerne. einfach ein bisschen was über dich erzählst oder uns ein bisschen einen Einblick gibst. ich bin seit 2016 bei SAP im Bereich, also ich war im Bereich User Assistance, bin dann 2020 zur ABAP Plattform gewechselt, ins Team der F1-Hilfe und bin in der F1-Hilfe unterwegs, aber auch im Rollout aktiv auf der SAP-Community. Ja, und also die Bereiche, mit denen ich mich beschäftige, sind ABAP Core Data Services und auch das RAP-Programmiermodell. Also genau das Richtige eigentlich. Das ist genau das, was uns jetzt als ABAP-Entwickler jetzt wirklich getroffen hat oder was jetzt wichtig ist, was jeder können muss, einfach für uns. Genau. Speziell die CDS-Views. Die neuen modernen Sachen, ja, in Ja. die jetzt viel investiert wird. Dafür wurde ich eingestellt, genau. Und zu den ABAP Custom Entities, nicht Custom Entities, zu den neuen CDS-Views, das habe ich schon richtig verstanden eigentlich. Also sobald sie eigentlich verfügbar sind, sollte man wirklich nur mehr mit diesen neuen Custom Entities arbeiten und nicht mit den alten CDS-Views. Mit den neuen CDS-Entities und nicht mehr mit den alten datenbankbasierten CDS-Views. So ist korrekt. Also die alten CDS-Views werden weiter unterstützt, aber sie werden nicht weiterentwickelt. Und man kann auch auf einen alten CDS-View eine neue View-Entität draufbauen, also als Wrapper. Und die ganzen neuen Features sind dann auch verfügbar. Und allgemein wird empfohlen, dass man mit View-Entitäten arbeitet. Und es gibt auch Kontexte, in denen es auch erzwungen wird. Zum Beispiel im RAP-Programmiermodell, da gibt es Strict Mode und Strict Mode zwingt einem auf View-Entitäten umzusteigen. Also es ist eine Empfehlung. Ja, aber in den meisten Fällen werden auch noch die alten Views unterstützt. Ich arbeite ja sehr viel in einem 1909-System und ich glaube, ich habe schon sowohl die alten natürlich noch nicht und auch die neuen CDS-View-Entitäten zur Verfügung. Kann das sein? 1909 bzw. ABAP 754 müsste es verfügbar sein. Soweit ich weiß, sind sie seit 7.55, Basis-Release Okay, stimmt. 55 und das ist aber Plattform 2020. Und Okay, na klar, ich vorher kann mich täuschen, kann sein, ja. wäre möglicherweise diese Projektionsviews, die Fine View Entity as Projection on, die sind, glaube ich, schon früher verfügbar gewesen. Okay. Ja, vielen Dank einmal. Ja, Vielleicht noch Marc. ein Kommentar zu diesem Thema hier. Ich glaube, das ist also insgesamt ist es das Interessante zu sehen, wie sich das Skillset von dem Entwickler in den letzten Jahren ja verändert hat oder noch verändern wird. Ja, weil vorher konnte man im Prinzip alles machen im ABAP, also Full Stack sozusagen, ja, vom DIN Programmieren bis hin zum UI, ja, Datenbank bis UI, alles in einem Entwickler. Und jetzt sehe ich doch, wird das immer schwieriger, sehe ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, wenn ich jetzt die Datenbankgeschichte verstehen will, dann muss ich CDS-Views kennen und das ist fast ein bisschen andere Programmiersprache als nur SQL. Da gehört so einiges mehr dazu. Ne? Und wenn ich im UI-Bereich unterwegs bin, dann muss ich Fiori und UI5 kennen. Und das ist wieder etwas anderes. Ja? Und den kompletten Stack als Experte zu betreuen, wird immer schwieriger. Ja. Aber Unbestritten eigentlich sagt natürlich. man doch dieses Low-Code, No-Code. Also eigentlich soll es ja Ja. leichter werden. Ja, hoffen wir, ja. Aber ich glaube, das ist halt das Interessante zu sehen, ob es Leute gibt, die alles machen, ja, oder ob mehr zu einer Spezialisierung kommt im Endeffekt. Es Ja. gibt sicher auch Low-Code, No-Code-Sachen, die
durchaus sinnvoll sind. Und ich denke auch zum Beispiel die Fiori Elements gehen doch auch ein bisschen in die Richtung mit Low-Code, wo man sehr viel mit Metadaten machen kann. Also man kann da schon sehr viel machen. Aber es stimmt, da hast du natürlich recht, dass man als klassischer ABAP-Entwickler, da muss man relativ viel mittlerweile schon eigentlich kennen oder sollte man kennen, weil wir haben gerade heute Nachmittag AMDB gemacht. Auch das sollte man eigentlich können. Aus meiner Sicht als ABAP-Entwickler, dass man weiß, wie man da jetzt direkt auf die Datenbank vielleicht was machen kann. Das heißt, von ganz unten bis CDS-Views, Fiori ganz rauf eigentlich. Und da muss man ein bisschen mit OData und alle diese Sachen, schon relativ ein umfangreiches Spektrum, ja. Aber ich zum Beispiel mit den CDS-Views habe ich gute Erfahrung gemacht mit den Annotations und Fiori Elements, da geht schon sehr viel. Also man kann sehr schöne Anwendungen rausbringen, auch ohne, dass man jetzt zum Beispiel JavaScript oder irgendwas programmiert, sondern rein mit, aber natürlich mit CDS-Views und mit guten Annotations. Da muss man sich natürlich beschäftigen damit. Ja. Aber da geht schon sehr, sehr viel. Aber Marc, kannst du noch ein bisschen was zu dir auch erzählen, bitte? Ja, natürlich, gerne. Ich habe so die letzten Jahre bei, als ich noch bei SAP war, ja viel im BW-Bereich, Product Management und HANA Product Management gearbeitet. Und da gab es dann immer so das Problem, wenn ich es dem Kunden das einmal erzähle, dann kennt das nur ein Kunde und dann fragt mich der nächste Kunde das Gleiche und dann wiederholt sich das und dann... Irgendwie brauche ich doch was, um das jedem Kunden jetzt beizubringen, ohne dass ich da vor Ort bin. Dann sind immer wieder die gleichen Fragen im System. Und wenn die Antwort irgendwie im System ist, dann müssten wir doch das ganz einfach mit Software machen. Ja, aber ich bin ja nicht der Entwickler, sondern im Product Management gewesen und habe dann angefangen, meine eigenen Tools zu programmieren. Und da gibt es auch einige Hinweise, wo die alle veröffentlicht wurden. Aber da das aus... das war ich, noch nicht so Open Source, ja, das war noch nicht so in der Mode bei SAP. Also, dass meine Programme damals alles als Attachments zu Hinweisen sich vorgefunden haben, ja, und das fand ich einfach schrecklich. Und auf diese Art und Weise bin ich dann an das Git geraten und habe mich mehr da interessiert, was so alles bei Open Source und ABAP möglich ist. Das war dann so der Einstieg und auch mein Ausstieg bei SAP, das dann was selber in die Wege zu leiten. Und ich glaube, wir sind dann noch sehr in den Anfangsstadium, was Open Source angeht. Das aber Git, haben wir heute so ein bisschen gesehen, kann sehr viel. Was noch mir dabei fehlt, ist so was ist bei anderen Programmiersprachen gibt, also die ganze Versionierung und Verteilung von Libraries oder Source Code, also wie es in Node ist und NPM. Davon träume ich immer noch, sowas auch der ABAP-Welt irgendwie einzuführen. Das wäre, glaube ich, so noch was, wo man dran arbeiten muss. Da muss ich natürlich mit Lars auch reden, weil Lars ist ja immer, hat seine eigene Ansicht davon. Da sind wir noch nicht so ganz auf den gleichen Nenner gekommen. Ich glaube, sowas braucht man, damit auch ABAP in der Zukunft besser wird, weil das wird zu viel einfach immer wieder implementiert. Ja. Also ich könnte mir hunderte von Libraries vorstellen, die in allen möglichen SAP-Systemen Verwendung finden könnte. Ja, einfach nur von, Rechnungen von Zeitmerkmalen und Geschäftsjahresvarianten hin und her, wo man immer wieder irgendwelche SAP-Funktionsbausteine suchen muss, und ich weiß, wie die genau funktionieren und ob die meinem Testfall funktionieren, ja oder nein. Ja. Wenn ich bei Node bin, da gucke ich mir die Libraries an, die meisten Testfälle haben, alle bei jedem Commit durchgetestet werden. Ja. Sowas will ich im Prinzip im ABAP auch haben, ne, dass ich einfach sagen kann, hier ist die Library aus dem Registry raus mit der Version und die will ich in meinem System verwenden. Zack. Ja. So einfach müsste das im ABAP auch sein. Und, das wäre super, vor allem wenn wir so eine Excel-Integration hätten, das wäre super, wenn es eine Excel-Open-API geben würde, dann würde man nämlich nicht jedes Monat die Blogs sehen, die komischen neuen Blogs, die es gibt.
Okay, das war eine lustige Anmerkung. Es gibt natürlich, nur für alle zur Info, die noch da sind, es gibt eine Excel-Integration, die sehr gut ist und die man wunderbar in wenigen Minuten integriert hat mit ABAP-Git. Und ich persönlich habe wirklich was gelernt. Ich habe nicht gewusst, und ich verwende auch ABAP-Git, aber vielleicht nicht so intensiv wie ihr natürlich, aber ich habe das Offline-Szenario nicht gekannt. Das in ein ZIP-File zu geben, okay, ist an mir vorbeigegangen, tut mir leid. Aber danke dafür auf jeden Fall, wie ich schon mal was gelernt hätte. Okay. Ja, es ist 18:05 Uhr. Gibt es noch was zu sagen von eurer Seite, Marc und Andrea? Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt Ja, nur loswerden nochmal wollt? Dankeschön auch von meiner Seite für die ganze Organisation dieses Events. Ja, letztes Jahr war es schon toll. Dies hier nochmal gesteigert und hoffen wir, dass wir es nächstes Jahr wiedersehen. Hat mich gefreut. War ein schönes Event. Danke fürs Organisieren. Ich werde nächstes Jahr auch wieder zuhören. Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall für die Teilnahme auch und vielen Dank für alle Vorträge. Ich habe ja vorher gesagt, wir haben super tolle Vorträge gehabt von in der Früh bis jetzt und alle perfekt, alle pünktlich, alle super, super. Ich weiß nicht, wie es im Channel 1 war. Ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt. Aber vielleicht Tobias und Sören, die seid ihr auch schon da mittlerweile. Vielleicht könnt ihr vielleicht können wir gleich übergehen in dieses Wrap-up und in die Zusammenfassung. Und da würde ich das Wort an dich übergeben, Tobias. Ja, also erstens mal, was mich überrascht, wir haben laut YouTube immer noch 140 Zuschauer um 18 Uhr. Ja, und das heißt ja immer so, der ABAP-Entwickler, Entwicklerin ist ja eher so der 9-to-5 Büromensch. Ja, also da muss ich auch mal sagen, Leute, Respekt, könnt ihr euch mal alle auf die Schulter klopfen. Und dann natürlich auch ein ganz, ganz, ganz großer Dank an die ganzen Sprecher, Vortragenden. Ich habe es vorhin schon mal gemeint bei Channel 1, beim kurzen Rausschmeißer. So ein Event ist natürlich gar nichts ohne die Leute, die Inhalte präsentieren. Ja, ich meine, ja, ich könnte auch mich hier hinsetzen und 8 Stunden lang mein Gesicht streamen. Ja, da würden wahrscheinlich 2 Leute vorbeikommen. Man braucht natürlich schon Inhalte. Wer sagt die Und zwei? wer halt schon mal sowas gemacht hat, so eine Präsentation vorbereiten, Thema ausdenken, die Demo machen, das ist jetzt nicht irgendetwas, was man so nebenbei macht. Ja, auch wenn heute jetzt zum Beispiel der Fürst und der Domi mal spontan eine Session noch gemacht haben zu AMTP, aber die ist natürlich auch schon vor 2 Jahren, habt ihr die ja schon durchexerziert gehabt. Ja. Also so einfach geht das natürlich jetzt auch nicht, ja. Und auch wenn der Mike da irgendwie durchpesten kann durch das ABAP-Git, klar, aber der kennt sich da natürlich auch komplett aus, aber das ist natürlich auch ein Haufen Aufwand jedes Mal. Und da wirklich auch so Danke an alle Vortragenden, was da gemacht wurde. Wir haben es heute Morgen schon mal gemeint. Wir hätten auch locker noch einen dritten Channel machen können. Also wir hatten genügend gute Vorträge und hätten immer noch aussortieren müssen. Ja, also auch da muss ich wirklich sagen, also wirklich Respekt an die Community, also an die Leute. Wahnsinn, was es da eigentlich an Wissen gibt. Ja, nur was halt irgendwie auch immer so untergeht im Vergleich zu den anderen, weil Stack Overflow oder sonst wo, da findet man halt eher nicht so die ABAP-Menschen. Ja, aber die Leute sind da und ich glaube, das passt schon so ein bisschen die Plattform, die wir hier jetzt in 2 Jahren geschaffen haben. Um auch mal so das ein bisschen mal klar zu machen. Also kann sich jeder, der heute etwas vorgetragen hat, mal ordentlich auf die Schulter klopfen. Ja, also vielen Dank. Und es gab ja auch die Inside Talks noch mit den SAP-Leuten. Auch da muss ich wirklich auch sagen, also ihr könnt mich ja gerne korrigieren, aber auch von Seiten der SAP ist wesentlich mehr Initiative für das Thema da als zum Beispiel vor Corona. Ja, also 2000. 19 oder sonst irgendwas, wenn ich mir mal anschaue, was da auch jetzt von der SAP gestemmt wurde. Lassen wir jetzt mal die Developer Edition außen vor, aber von den Vorträgen her, von dem Engagement, also was die auch jetzt hier heute abgeliefert haben. Ja, also hätte man das jetzt auch mal vor 5 Jahren gesagt, da hätte wahrscheinlich jeder gedacht, ja, nö, da wird jetzt kommen, aber Respekt. Ja gut, es waren ja auch nicht nur die Vorträge als solche, sondern halt eben auch die Inside-Talks ja sowieso, aber auch beispielsweise halt eben Leute wie der Karl oder André, die auch, oder auch Thomas, die in der Planung immer so stellenweise mit involviert waren, die auch noch Ideen eingebracht haben, wie man irgendwas machen könnte. Da war auch wirklich, ja, wie du gesagt hast, seitens SAP der Support da. Und war auch ganz sympathisch.
Ja, und vor allem nicht nur Support, also die haben es ja wirklich auch also wirklich gut unterstützt, ja. Also nicht irgendwie so anschreiben, dann bekommt man keine Antwort, sondern die waren auch dabei, die Meetings, alles, hat alles wunderbar geklappt, Leute. Also echt 1A. Also hier wirklich vielen, vielen Dank auch an die ganzen SAP-Leute. Ja, also der hält sich wirklich perfekt. Ansonsten ein kleiner Wrap-up noch. Also heute Morgen haben wir ja angefangen. Also in der Keynote hatten wir, wenn ich es richtig gesehen habe, so im Peak knapp über 1000 Leute gleichzeitig im Vortrag drin, die zugeschaut haben. Ja, wenn man jetzt nochmal dann die Sprecher und das Olga-Team abzieht, sind wir immer noch bei 1000 Leuten gewesen. Und den Saal muss man erstmal voll bekommen. Also das ist schon Respekt. Und wir hatten auch über 1400, ich glaube inzwischen, es ging den ganzen Tag noch weiter, die Anmeldungen. Ich glaube, jetzt sind wir bei 1450 Anmeldungen bei Eventbrite. Und es ist ja optional. Ja, nur weil die Leute Infos bekommen wollen, wahrscheinlich dann gibt es eine Abkunft 23. Also allein dafür muss man sich mal klar machen, tun sich dann die Leute anmelden. Ja, weil dieser Bedarf wirklich da ist. Also dieses wir wollen, ja, das ist, also echt. Also ich bin total geflasht. Also und wir haben es auch wieder mal hinbekommen. Also auch da mal danke an Sören. Okay, Sören ist da halb so wild. Wir können uns einfach mal so nebenbei treffen. Ja, also das ist ja kein Problem. Weihnachtsmarkt haben wir auch wieder mal getroffen. Aber auch hier Dank an First und an Domi. Also den Domi habe ich einmal jetzt getroffen in meinem Leben, glaube ich. In München, ja. Das habe ich persönlich noch nie getroffen. Aber so, ich habe dich, ich war auch in München, ich habe dich gesehen, aber du hast mich nicht gesehen. Ja, ich habe dich ignoriert. Ja, genau. Du warst abends beim Bier schon weg, Föst. Das war's. Da war ich weg. Ah ja, okay, da war ich weg. Ja, aber auch da, es ist schon toll, dass es auch wirklich klappt, diese Olga über die Ländergrenzen hinweg. Zwar nicht Sprachgrenzen, aber zumindest Ländergrenzen ist eigentlich auch ganz nett. Ja, und da würde ich mal sagen, ich behaupte es mal ganz frech, Dezember 23 machen wir die dritte Edition, oder? Passt. Reden wir mal hin. Genau. Wobei, ich muss sagen, ich war heute viel entspannter als letztes Jahr. Also, mir hat's heute gut, du warst auch gestoppt bis um das Dach. Ich habe wirklich bald einen Tropfen mir mitgenommen und ich glaube, die haben geholfen eigentlich heuer. Mein Puls war meistens nur bei 120 sowas. Nein, heute ist mir besser gegangen. Ja, heuer war ich nicht so geflasht. Auch da kleine Erklärung an die, wo gerade vielleicht noch zuschauen. Seit letztem Jahr haben wir festgestellt, jeder von uns hat unterschiedlichen Puls, wenn das Event beginnt. Die manchen sind irgendwie zum Beispiel schon so halb tot, irgendwie Puls bei 30 und die anderen sind bei 180. 130 war ich. Okay, es ist halt so. Und um 13 oder 14 Uhr hat meine Uhr schon gesagt, ich habe mein Tagespensum erreicht, nur zur Info. Also ich habe immer so ein Pensum, am Abend muss ich fertig sein, also war schon längst erledigt. Perfekt. Ansonsten ebenfalls, also nachher geht noch irgendwann noch eine E-Mail rum an die ganzen Vortragenden, also dass wir noch die ganzen Vorträge einsammeln, bereitstellen auf der Webseite. Und ja, damit wir Ihnen noch Bescheid geben, wenn ihr dann halt die Präsentation irgendwo runterladen könnt oder von GitHub den Quellcode. Bis jetzt hat noch keiner gesagt, dass er es nicht machen würde von den Vortragenden. Und ich glaube, dann haben wir auch da wieder mal ein ordentliches Abwissen aufgebaut. Und ich bin mal gespannt, wie man das eigentlich noch toppen will. Also. Ja, 2023 werden wir es dann toppen, ne? Aber red mal erst im Jänner, haben wir gesagt. Ja, vielen Dank auch. Ich glaube, wir müssen noch einmal auf jeden Fall auch an den Tobias einen großen Dank aussprechen, weil es ist nicht zuletzt aufgrund deiner Initiative eigentlich das Ganze entstanden. Aber letztes Jahr gesagt, muss man aber jetzt auch noch einmal festhalten. Sonst wird es das Ganze gar nicht geben, um ehrlich zu sein. Und er hat auch die meiste Hocken, also. Ja, eigentlich schon. Er delegiert auch einiges, aber er hat definitiv am meisten zu tun, am meisten zu schreiben, am meisten zu organisieren.
Am schönsten hat es der Sören, glaube ich, oder? Der braucht am wenigsten tun, oder? Was willst du? Nicht einmal ein Bild jetzt. Ja, ja, weil ich auf meinem Rechner noch die Session 1 auf habe, damit auch der Letzte noch den Link findet. Nein, passt schon. Na, aber jedenfalls vielen Dank, Tobias, dass du wieder quasi die Initiative wieder ergriffen hast, dass wir es heuer wieder machen. Und im Jänner, wenn du wieder zu uns kommst, werden wir wahrscheinlich dann wieder sagen, na gut, machen wir es halt noch einmal, machen wir es halt wieder. Machen wir es halt. Und ja. Wie gesagt, es steht alles, wir machen am Montag einfach weiter. Genau. Wir lassen den Stream einfach durchlaufen. Bis nächstes Jahr gleich. Live-Coding. Ja. Ja. Und so, danke für die warmen Worte. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, denk dran, es gibt immer noch die Webinarreihe von Cardaxo. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich weiß ja nicht, alle zwei Monate. Alle zwei Monate, das nächste wird dann im Jänner sein und der Sören, der begleitet uns ja auch schon seit zwei oder drei Jahren jetzt. Also es ist jetzt ja, seit Corona, seit Anfang 2020. Genau, es ist drei Jahre. Sicher auch im Jänner wieder dabei. Das ist quasi schon firmenübergreifend. Das ja, genau. Also, wer sich gerade wundert, was bedeutet Jänner, das ist Januar auf Deutsch. Das heißt, das nächste ist dann irgendwann Januar 2023 und ich glaube, ihr habt eine Eventbrite-Seite oder so oder Meetup-Seite, wo man sich ebenfalls registrieren kann. Eigentlich haben wir eine Eventbreitseite, aber ja, aber www.cardaxo.com, da findet man es auch. Oder einfach uns direkt anschreiben, mich, Tommy oder einen Sören. Ja. Aber im Endeffekt gibt es eine Eventbreitseite dann. Ja. Die Events sind ja auch auf Deutsch gehalten, also ja. Oder auf Österreichisch, je nachdem. Also sowohl als auch, wenn ich dabei bin, dann ist das bilingual. Genau, da gibt es auch internationale Sprachauswahl. Es gibt, glaube ich, noch einen Rapp-Stammtisch, Sören. Ich weiß nicht, ist der offen oder ist der abgehört? Der ist, sagen wir so, man kann mal anfragen, ob man dazukommt. Genau, okay. Das hat in Deutsch gehalten, dann bei Interesse mal Nachricht an mich über die üblichen Kanäle. Und was wäre? Kann ich nur empfehlen, diesen Rapp-Stammtisch, weil da gibt es immer wieder gute Insider-Infos. Da sind auch eine oder andere SAP-Kollege dann immer mit dabei. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Da lerne ich auch immer was. Genau. Also der übliche Kanal wäre beim Sören, würde ich mal behaupten. Twitter, LinkedIn. Genau, Twitter. Und ich glaube, der Kanal lohnt sich auf jeden Fall, der Rapp-Stammtisch. Da sind dann die echten Experten zu finden. Aber ich glaube, den Stammtisch darf ich jetzt nicht missverstehen. Das ist online, richtig? Ja, genau. Also wer sich den so pfeifen will, das geht dann lokal. Im eigenen Stammtisch, der Rest ist online. Wie gesagt, das ist überwiegend so eine gemeinsame Gruppentherapie. Es ist so ein bisschen gemeinsames Coden, oder? Man genau, wir tauschen uns auch über negativen Seiten aus. Also das ist RAP hat viele schöne Dinge, hat auch schlechte Dinge und manchmal ist auch viel Unwissen dabei. Wir haben da, glaube ich, mittlerweile ganz nettes Publikum von Leuten, die da wirklich viel Erfahrung haben und immer wieder einer den anderen was zu erzählen, zu erklären, beizubringen hat. Und das ist, glaube ich, auch sehr gewinnbringend für alle. Ja. Und ich bin übrigens auch ziemlich froh, dass diesmal die Webseite nicht abgeraucht ist. Warum eigentlich nicht? Man hat zu wenig Zugriff gekauft, oder? Oh nee. Ich hab da ordentlich ein bisschen was gedreht und wir hatten ja noch ein Mirror und dies und jenes. Ich hoffe, dass diesmal wesentlich mehr Leute wussten, wo sie die Agenda finden. Und mussten nicht dann um 8 Uhr den Denial-of-Service-Angriff starten. Aber da kann ich meiner Frau halt gar nicht sagen, dass die Seite zusammengebrochen ist, weil das haben wir letztes Jahr dann sagen können. Ich habe sogar die Seite ist zusammengebrochen. Heute muss ich sagen, hat alles funktioniert. Du kannst dir sagen, wir haben Abwehrmaßnahmen von Cloudflare und so weiter aktiviert. Ja gut, dafür haben wir jetzt halt eben extra Nachrichten bekommen von, wie hießen sie denn im Channel One? Treffen69.de oder sowas. Ja. Haben uns nämlich hier schön Spambots gefunden, das fand ich ganz so. Bei euch nicht, also ich habe es gemonitort. Alles okay. Ja, wir hatten nur bei Channel 1 ein paar Spambots, obwohl ich eigentlich eingestellt hatte beim Chat bei YouTube, dass der doch einigermaßen restriktiv aussortieren soll, die künstliche Intelligenz bei Google, aber ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden, Google. Klappt nicht so ganz. Ansonsten auch hier nochmal ein riesengroßes Danke auch an die Kollegen, die die ganzen Zoom-Sachen bereitgestellt haben.
Ja, also einmal Sören, ich weiß gar nicht mehr, ob du wieder irgendwie die Goldbarren hinschleppen musst bei Zoom. Ja, zum Glück nicht. Das haben sie jetzt für die Festplatten, die sind jetzt nicht mehr vergoldet. Das finde ich total toll. Kosten keine 100. Ha? Was wollten sie letztes Jahr haben? Letztes Mal war es, glaube ich, irgendwie 50 Euro pro Monat für die 30 GB Cloud Storage. Und ich konnte mit irgendwie viel Support dann doch den Nicht-Jahres-Account buchen für die einen Tag ABAP-Conf. Und mittlerweile kosten irgendwie 8 Euro im Monat, also immerhin. Und aber nächstes Jahr kann ich davon ausgehen, dass wir einen Sponsor finden, der dann einen Zoom-Account sponsert, der auch in Full HD streamen kann. Ich glaube, das war doch irgendwie ab 2 Millionen Euro oder sowas gefühlt. Das ist richtig. Hey, ja, also wir müssen schon groß denken. Ja, also so einen Sponsor für 2000 Euro nehmen wir schon nicht, wenn schon dann 2 Millionen. Für einen aber das Tag. Stimmt, das ist ja, wir haben alles ohne Sponsoren eigentlich gemacht. Gell? Also muss man schon sagen, eigentlich toll, wir haben es alles ohne jegliche, also nur wir halt einfach gemacht. Super. Muss man es mal selber auch loben. No. No, dann würde ich aber sagen, okay, können wir langsam mal den Stream killen, oder? Sören, auch Channel 1 können wir mal beenden. Genau. Und dann tun wir mal langsam das hier abwürgen. Das Licht anmachen, den Besen auspacken und durchfegen, ne? Boah, ich glaube, ich gehe noch irgendwo ein bisschen spazieren. Ich bin fix und alle eigentlich. Ja, drei Orte weiter, ich habe Bier daheim. Wir brauchen aber 6-7 Stunden, bis wir dort sind. Das ist zu lang. Ja gut, der Tobias braucht zu Fuß keine Stunde, glaube ich, oder? Ja, zwei. Ja, der läuft schon um. Ja, dann. Domi und ich werden auch jetzt noch spazieren gehen, aber eher zum nächsten Gasthaus auf ein Bier und auf ein Essen. Das werden wir jetzt machen. Ja gut, dann würde ich sagen, wir hören uns. Danke allen. Ja. Danke allen, die da waren. Lieber Domi, danke allen Vortragenden. Ja, du kannst jederzeit, wenn du willst, den Stream abdrehen. Passt. Danke. Tschüss. Schönen Abend und